Hallo und herzlich willkommen bei BWL Basics. Unser heutiges Thema ist KMU. Was bedeutet eigentlich KMU? KMU steht für Klein- und Mittelunternehmen, im Englischen auch Small and Medium-Sized Enterprises genannt. Es gibt Kleinunternehmen, Mittelunternehmen und Großunternehmen. Unsere Einteilung bezieht sich auf die Systematik der EU. Kleinunternehmen haben 10 bis 49 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von maximal 10 Millionen pro Jahr. Hier könnte man den Bäcker von nebenan anführen. Eine Bäckerei, die ca. 12 Mitarbeiter hat und alle ihre Produkte vor Ort selbst herstellt. Hier kennt jeder jeden. Mittelunternehmen haben 50 bis 250 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von maximal 50 Millionen pro Jahr. Ein Beispiel dafür ist die Goldochsenbrauerei in Ulm. Bei 200 Mitarbeitern ist es wichtig, eine gute Struktur zu haben und Abteilungen einzuteilen. Für die Geschäftsführung ist es gar nicht mehr so einfach, den Überblick über alles zu haben. Die Leitung der Brauerei liegt seit der Gründung in der Familie und ist daher ein Familienunternehmen. Diese zwei Unternehmensarten bezeichnet man als KMUs. Bis hierhin haben wir die Unternehmen anhand der quantitativen Abgrenzung unterschieden, also durch die Mitarbeiteranzahl und den Jahresumsatz. Jedoch kann man KMUs auch qualitativ abgrenzen. Hierbei ist nicht die Größe relevant, sondern die Art der Unternehmensführung. Das bedeutet, dass der Eigentümer das Unternehmen selbst leitet, um seine Existenz abzusichern und somit das alleinige unternehmerische Risiko trägt. Ein Unternehmen, welches zwar laut quantitativer Abgrenzung ein Großunternehmen ist, kann jedoch laut qualitativen Abgrenzung mittelständisch sein. Ein Beispiel dafür ist der Drogeriemarkt Müller. Hier gibt es zwar weitaus mehr Mitarbeiter als 250, die Geschäftsleitung liegt jedoch in der Familie. Und zudem kann der Eigentümer seine eigenen Ideen und Ideale umsetzen und ist somit souverän im Unternehmen. Warum will ich ein KMU sein? Du willst ein KMU sein, damit du Subventionen, also Förderungen vom Staat bekommst. Wenn die Mitarbeiteranzahl und der Jahresumsatz den Richtlinien entsprechen, ist es ein KMU. Wichtig ist zuletzt auch die Unabhängigkeit eines Unternehmens, denn nicht mehr als 25% des Kapitals oder der Stimmanteile dürfen im Besitz von anderen Unternehmen liegen, die keine KMUs sind. Dazu betrachtet man die letzten zwei Geschäftsjahre des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema KMU etwas näher bringen.